Herzlich willkommen zu diesem Video. Warum ist Intervallfasten so unglaublich effektiv? Wie kann ich mit Intervallfasten abnehmen? In diesem Video wirst du erfahren, wie du diese Methode erfolgreich für dich anwenden kannst. Aber warum ist Intervallfasten so effektiv? Dazu kurz ein kleiner geschichtlicher Rückblick. Schon seit der Steinzeit ist der menschliche Stoffwechsel auf Fastenphasen eingestellt. Herrschte Überfluss, dann aßen unsere Vorfahren ungehemmt. In Zeiten des Mangels blieb der Magen dafür einige Stunden oder Tage leer oder es gab einfach weniger. Der menschliche Körper übersteht längere Hungerperioden ohne Probleme. Heute ist diese Nahrungsknappheit meist nicht denkbar, da wir im Überfluss leben und meistens immer an die schnelle Energie gelangen können, um unseren Hunger zu stillen. Oft haben viele heutzutage eine sitzende Tätigkeit und das Essen aus der Tiefkühltruhe ist normal. Früher war dies ein Kampf ums Überleben mit dem nächsten Tiger oder Mammut, um an Nahrung zu gelangen. Für unseren Körper und unsere Geschmacksnerven ist dies in der jetzigen Zeit natürlich der Jackpot und der große Lotteriegewinn. Für unser Körpergewicht und unsere Gesundheit meist der Albtraum, den wir oft zu spät realisieren. Fakt ist, zu viel Überfluss ohne eine bewusste Steuerung unserer Nahrungsaufnahme tut uns nicht gut. Aber warum ist jetzt Intervallfasten so unglaublich effektiv, um jetzt diese Frage zu klären? Die Vorteile des Intervallfastens sind wirklich weitreichend. Wenn du dich jetzt für eine dieser Methoden entscheidest, die ich dir gleich vorstellen werde, wirst du nicht nur von der enormen Kraft der Fettverbrennung profitieren können, auch ohne Sport. Du wirst auch dein Immunsystem stärken und deine Selbstheilungskräfte des Körpers stimulieren und anregen. Zudem wird dem Intervallfasten ein Anti-Aging-Effekt zugesprochen. Das sind jetzt nur mal ein paar wenige Vorteile, die du mit dieser hocheffektiven Methode für dich gewinnen kannst. Aber wie funktioniert das Ganze nun? Die Grundlage des Intervallfastens ist der freiwillige und bewusste Verzicht auf Nahrung. Dies kann tage- oder stundenweise passieren. Dabei gibt es kein richtig oder falsch. Die Frage ist nur, welche dieser Methoden passt am besten zu dir und zu deinem Alltag. Das Wichtigste ist immer, dass du dich persönlich wohlfühlst und nicht unnötig unter Druck setzt. Grundlegend kann man beim Intervallfasten zwischen zwei Basisvarianten unterscheiden. Es gibt einmal die 16:8 Methode, das heißt zwischen der letzten Mahlzeit des Vortages und der ersten Mahlzeit des Tages liegen 16 Stunden. In den übrigen 8 Stunden findet die Nahrungsaufnahme statt. In dieser 16:8 Methode gibt es mögliche Abwandlungen wie beispielsweise die 14:10 Methode, also 14 Stunden Pause, 10 Stunden Essen oder 12 Stunden Essen und 12 Stunden Pause. Diese Methode ist besonders für Einsteiger hervorragend geeignet. Du kannst für dich das ideale Modell auswählen und einfach mal starten und dich immer wieder steigern und das Ganze anpassen, ganz nach deinem Geschmack. Fakt ist wirklich, umso länger die Essenspause geht, umso besser können wir aus den gesundheitlichen Vorteilen des Intervallfastens profitieren. Als zweite beliebte Möglichkeit, die ich selbst auch gerne anwende, gibt es die 5:2 Methode. An 5 Tagen in der Woche wird normal gegessen und an 2 Tagen wird die Nahrungszufuhr bei Frauen auf 500 bis 800 Kalorien reduziert und bei Männern auf 600 bis 850 Kalorien reduziert. Jetzt stellst du dir vielleicht die Frage, was solltest du bei dieser Fastenmethode oder bei dieser Ernährungsmethode essen? Vielleicht ist das Intervallfasten auch deswegen so unglaublich beliebt, weil es im Zeitraum der Nahrungsaufnahme keine bestimmten oder engen Regeln gibt. Allerdings will ich dir dennoch 2 wichtige Tipps an die Hand geben, damit du auch wirklich glücklich mit dieser Methode wirst. Tipp Nummer 1. Eine gesunde und ausgewogene Ernährung ist der Schlüssel. Achte trotz keinen Regeln dennoch auf eine gesunde Ernährung mit gesunden Fetten, viel Gemüse, ausreichend Eiweiß und wenig Süßkram. Dein Körper wird es dir langfristig wirklich danken. Tipp Nummer 2. Achte auf deine Kalorienbilanz. Alles in allem bringt jede Ernährungsform mit dem Ziel der Gewichtsreduktion nur etwas, wenn du ein leichtes Kaloriendefizit in Betracht ziehst. Das heißt, trotz der großen Freiheit des Intervallfastens ist es enorm wichtig, seinen Tagesenergiebedarf im Fokus zu behalten, um keine bösen Überraschungen zu erleben und ein Gewicht zuzulegen. Vielleicht jetzt nochmal eine kurze Zusammenfassung, da wir jetzt fast am Ende des Videos angekommen sind. Halte dich an eine Essenspause nach deinem Geschmack. Ernähre dich trotzdem zu 80% ausgewogen und gesund und sehe wirklich die enormen langfristigen gesundheitlichen Vorteile dieser Methode.
Wenn dir dieses kurze Video gefallen hat, lass uns gerne ein Like und ein Abo da, sodass du keins unserer Videos mehr verpasst. Schau dir auch gerne die anderen Videos auf unserem Kanal an. Bei uns findest du Workouts, du findest Tipps und Tricks sowie Kochvideos, alles zu einer gesunden Lebensführung. Falls du weitere Fragen hast, schreib es gerne in die Kommentare oder nimm gerne Kontakt mit uns auf. Den Link zur Kontaktaufnahme findest du unten in der Beschreibung. Also, bis zum nächsten Mal und bis zum nächsten Video. Ciao.